Ja, hallo zusammen zu einem neuen Excel-Tutorial. Heute soll es um das Thema Sortieren und Filtern gehen, und zwar nicht wie gewöhnlich über die Schaltflächen, sondern über die Funktionen Filtern und Sortieren. So könnt ihr nämlich eine Matrix oder eine Tabelle, wie wir sie hier sehen, ganz einfach in Teilen abrufen und weiterverarbeiten. Wir wechseln also direkt ins Programm. Ich habe hier schon die Liste vorbereitet. Diese Datenquelle wollen wir also anzapfen. Und in meinem Bereich Filter, das habe ich jetzt einfach mal so genannt, möchte ich eben einen Teilbereich abhängig von Kriterien, die ich hier definiere, aus dieser Datenquelle abrufen. Eine klassische Abfrage also per Knopfdruck. Dafür benötigen wir eine Funktion, die ist erst in den neueren Versionen, ab 2016 müsste sie schon verfügbar sein, vorhanden. Also ihr braucht mindestens diese Version. Und wenn ich einmal dahin zoome, dann könnt ihr auch sofort sehen, wenn ich ein Ist gleich eingebe, gefolgt von dem Wort Filter, ob diese Funktion bei euch verfügbar ist. Im Abonnement von Microsoft 365 ist sie in jedem Fall dabei. Ansonsten müsstet ihr auf die neuere Version upgraden. Wer sie eben hat, der kann darüber verfügen. Und um das Ganze durchzuführen, möchte ich gerne vorab noch eine kleine Bereinigung der Datenquelle machen. Ich möchte nämlich hier als Tabelle formatieren, weil es deutlich einfacher ist, dann diese Funktion durchzuführen. Die wird auch deutlich kürzer, ihr werdet das gleich sehen. In meinem Fall würde ich einmal STRG A als Tastenkombination verwenden, um einfach den gesamten Tabellbereich zu erfassen. Als Tabelle formatieren, ein beliebiges Format auswählen. Die Tabelle hat Überschriften, na klar. Also soll er sie auch umwandeln. Wenn nämlich hier bereits eine Fehlermeldung kommt, habt ihr eventuell noch Zellverbünde oder sonstiges hinterlegt, was eben nicht gut ist für die Abfrage einer Datenquelle. Das muss man also dann bereinigen, dass man wirklich Spalte für Spalte jeden Wert also für sich einzeln in einer Zelle abrufbar macht. So, also haben wir gemacht, einmal umgewandelt. Wir bekommen also das Tabellenentwurfsregister oben im Menü angezeigt, welches hier auch einen Tabellennamen bereitstellt. Das ist einfach fortlaufend, Tabelle 1, 2, 3, 4, 5. Ihr seht, ich habe schon zwei Tabellen in meiner Excel-Mappe vorhanden. Ich kann diesen Wert aber umbenennen und möglichst halte ich ihn kurz, damit meine Formeln nicht zu lang werden. Ich nenne den jetzt einfach mal DQ für Datenquelle und drücke Enter und damit habe ich sie umbenannt. Und mit diesem Wissen können wir jetzt in unsere Formel gehen, denn über die Tabellen als Tabelle formatiert Funktionen können wir die Spaltennamen auch direkt in Funktion ansprechen und das zeige ich euch jetzt direkt in der Funktion Filter. Zurück also zu unserem Hilfsblatt, welches die Daten bereitstellen soll. Ich beginne wie immer mit einem Ist-Gleich, gefolgt von dem Namen der Funktion, Tab oder Doppelklick auf das Wort Filter, damit die Funktion ausgeschrieben wird und die Klammer ergänzt ist. Und ich kann hier jetzt sofort sehen, welche Kriterien gewünscht sind. Die Matrix oder welche Argumente benötigt werden, sagen wir es mal so. Die Matrix ist meine Datenquelle. Gebe ich also DQ ein, also den Namen meiner Quelle, habe ich sofort den Zugriff. Ich muss also nicht erst in das Tabellenblatt wechseln, alles markieren und so weiter. Deswegen der Umweg über als Tabelle formatieren. Doppelklick oder Tab zapft letztlich jetzt die Matrix, also den Tabellenausschnitt an. Semikolon fürs nächste Argument. Und hier über den Bereich Einschließen wird jetzt verlangt, welche Spalte gecheckt werden soll nach einem bestimmten Kriterium. Möchte ich also jetzt die Abteilung filtern und ich weiß, dass mein Feld Abteilung eben genau diesen Wert liefert, dann kann ich die Spalte eben hinzufügen. Das geht mit dem Namen der Tabelle, Tab, einer eckigen Klammer und damit ruft ihr alle Spaltennamen ab. Das muss ja nicht derselbe Name sein, der hier steht. In meinem Fall ist es so, ich kann also Abteilung doppelklicken und mit der eckigen Klammer wieder schließen und habe damit einen Direktbezug zu dieser Spalte. Excel schaut also jetzt in der Matrix nach, er gibt nämlich jetzt die ganze Matrix zurück, also meine gesamte Tabelle, deswegen der erste Teil zu definieren.
wählt die Spalte Abteilung und sucht jetzt einen bestimmten Wert. Und welcher Wert ist das? Ist gleich mein Suchkriterium. Ich könnte jetzt hier ein Gänsefüßchen reinschreiben, Produktion zum Beispiel. Dann suche ich standardmäßig nach Produktion. Oder ich wähle stattdessen einen Platzhalter, den ich hier auch schon vorbereitet habe. Da bin ich nämlich flexibler. Also klicke ich den Wert hier an und schließe meine Klammer. Wenn leer, geht auch. Es ist in eckigen Klammern hier als optionales Argument hinzugefügt. Wenn zum Beispiel der Suchbegriff nicht gefunden wird, kann man stattdessen irgendeine Meldung oder sowas, Wert nicht existent oder Leerschritt oder sowas hinzufügen, dass eben ein alternativer Satz, den ihr gerne hättet, dort ausgegeben wird. Ich verzichte da jetzt drauf, weil ich weiß, dass ich was zum Thema Produktion habe. Also kann ich mit Enter bestätigen und meine Daten abrufen. Er sagt jetzt hier Kalk für Kalkulation, weil er weiß nicht, was er machen soll. Ich brauche nämlich noch ein Kriterium. Das trage ich hier ein und sobald das erfolgt, wird sofort meine Liste gefiltert und abgerufen. Ich habe also lediglich meine Produktion hier, den Ausschnitt der Datenquelle, in dem deutlich mehr Daten vorhanden sind, direkt in meinem Filter-Tabellenblatt hinterlegt. Jetzt nehme ich nochmal den Einkauf, weil das ist der Vorteil, wenn ihr sowas hier verwendet. Idealerweise vielleicht noch mit einem Dropdown, um die Optionen abzuliefern. Abzubilden, die in der Tabelle enthalten sind. Ihr seht, wenn ich das Kriterium nämlich wechsle, wird sofort aktualisiert und ihr habt immer den korrekten Ausschnitt, den ihr benötigt. Ich mache nochmal rückgängig, Steuerung Z und möchte jetzt weiter filtern. Deswegen hier mein Team und meine Zugehörigkeit. Wir können hier schon mal spicken, was es für Teams gibt. Und wenn ich zum Beispiel die Fertigung B nehme, auch hier könnte man ein schönes Dropdown hinzufügen, möchte ich dieses Kriterium gerne ergänzen. Solche Dinge kreiert ihr über eure erste Zelle, in die die Formel eingetragen wurde. Alle anderen sind nämlich grau, das sieht man hier, kann ich einsehen, aber hier wird letztlich bearbeitet. Ich klicke nochmal oben rein in die Funktion, beziehungsweise ich kann auch einen Doppelklick machen, dass ihr es hier besser sehen könnt. Der Filter ruft also die Datenquelle komplett ab im Bereich Abteilung mit Produktion. Und jetzt möchte ich ein Und-Argument ergänzen, nämlich nicht nur, dass ich nach Produktion suche, sondern auch nur explizit nach der Fertigung B, also und dem Argument Fertigung B. Ich muss das also hier ergänzen, weshalb man das erste Kriterium in Klammern setzt. Und das Und ist in diesem Fall ein Sternchen. Das ist der Platzhalter für das Und. Und jetzt mache ich genau dasselbe, Klammer auf, zapfe wieder meine Datenquelle an mit meinem Team, eckige Klammer zu, ist gleich dieses Argument, Klammer zu, Enter. Und dann habe ich nur noch meine Fertigung B hier parat. Es könnte ja sein, ich habe noch eine Abteilung Produktion 2, wo es auch im Fertigung B-Team gibt. In dem Fall schränke ich das eben nur auf diese eine Abteilung hier ein. Ich will noch mal ein weiteres Kriterium ergänzen, nämlich die Zugehörigkeit. Damit möchte ich den Mitarbeiter Seit abrufen. Ich möchte alle über 30 Jahre haben oder alle, die mindestens 30 Jahre dabei sind. Also auch hier wieder, ich gehe in mein Argument und füge hier hinten wieder einfach ein Malzeichen, Klammer auf, DQ, eckige Klammer. Jetzt kann ich hier wieder schauen, welche Spalte es war. Ihr seht, ihr könnt wirklich alles hier anzapfen. Ich hätte gerne Mitarbeiter Seit, weil das ist der Wert, der da geliefert wird. Eckige Klammer zu, ist gleich meine Zelle Zugehörigkeit. Klammer zu, Enter. Jetzt kommt wieder unsere Fehlermeldung und dann kann ich hier zum Beispiel sagen, alles größer gleich 30 beispielsweise und dann wird der Wert hier ausgegeben. Entschuldigung, ich muss natürlich eine 30 eingeben.
Das war jetzt mein Fehler. Der Parameter, also der Operator vielmehr, der ist ja hier hinten festgelegt. Das heißt, ich habe hier ein Ist-Gleich verwendet, so wie bei den anderen auch. Das hat man davon, wenn man alles hier abschreibt von der linken Seite. Ich meine natürlich größer gleich. Das kommt hier natürlich hin. Der Wert wird hier eingegeben, sodass wir jetzt alle Menschen sehen, die über 30 Jahre in der Fertigung B in der Produktion arbeiten. Und das sind eben genau diese Menschen hier. Okay, also das einfach nur dazu. Jetzt könnten wir zum Beispiel noch hergehen und sagen, ich möchte vielleicht alle Menschen aus dem Einkauf und alle Fertigung B-Leute, die mindestens 30 Jahre zugehörig sind. Das heißt, es gibt ja nicht nur und als Kriterium, sondern auch oder. Und ich werde das hier jetzt gerade nochmal anpassen. Der erste Teil, dieser hier, das betrifft meine Abteilung hier oben. Und wir haben ein Mal ergänzt, um das Und-Kriterium zu platzieren. Das Oder-Kriterium wird als Plus dargestellt. Also muss ich auch den nächsten Teil, der also alles zusammen einschließt, wieder in Klammern setzen. Dieses Kriterium hier, also das Teamfertigung B, aber nur alle, die mindestens 30 Jahre dazugehören, gehören nämlich dann hier in Klammern gesetzt. Ich fange mit einer schwarzen Klammer an, also muss ich auch mit einer schwarzen Klammer aufhören. Rot schließt rot, dann kommt wieder die nächste Klammer. So könnt ihr euch gut farblich orientieren. Das bedeutet jetzt alle sämtliche aus der Produktion, das ändern wir jetzt noch ab, sonst macht es keinen Sinn, oder alle aus Fertigung B, die mindestens 30 Jahre in der Firma beschäftigt sind. Ich drücke mal Enter, da kommen nämlich jetzt alle möglichen. Schränke das ein auf den Einkauf. Und da haben wir jetzt unsere Fertigung B-Personen, die wir auch eben schon gesehen haben, und unsere drei aus dem Einkauf. Man sieht auch, dass hier das Mitarbeiterseit nicht eingeschränkt ist, denn die drei Personen sind alle unter 30 Jahre hier beschäftigt. Wenn ich jetzt das auch nochmal einschränken wollte, müsste ich dann tatsächlich innerhalb dieses Bereiches weitermachen. Also auch hier wieder sagen, innerhalb dieses sage ich dann einfach mal zum Beispiel Datenquelle und zwar auch hier wieder Mitarbeiter seit, eckige Klammer, größer, gleich dieser Wert hier, Klammer zu und nochmal Klammer zu, weil der erste Parameter eben damit dann abgeschlossen wird. Das heißt, diese Kombi oder diese Kombi soll ausgegeben werden. Ich drücke mal Enter. Upsala, jetzt habe ich irgendwo noch eine Klammer vergessen. Moment, Sekunde, und zwar genau hier. Habe ich sie vergessen? Also Enter und dann bleiben hier in dem Fall nur noch unsere Fertigung B Personen übrig, denn in der Einkaufsabteilung war keiner älter oder länger dabei. Ich will gerade mal filtern bei der Abteilung Einkauf. Das können wir mal gerade manuell anpassen, dass wir sehen, dass das auch noch dazugehört. So, also dann tun wir jetzt mal so, als ob das jetzt hier 35 Jahre waren. Ich überschreibe das jetzt einfach mal und dann wird auch hier sofort die Person in unserem Filter auftauchen. Ja, also das ist die Filterfunktion, die neue, und dass wir das dann auch noch ein bisschen sortieren können, gibt es zu allem Überfluss noch die Sortieren-Funktion. Die kann man dann hier wunderbar mit ergänzen. Ich mache also nochmal einen Doppelklick, wähle direkt hinter dem Ist gleich direkt die Funktion Sortieren. Wenn ich die auswähle mit Tab oder Doppelklick, wird mir auch automatisch die Klammer schon geöffnet und meine Matrix, das ganze Teil hier, das ist das, was ich gerade gefiltert habe, also das Ergebnis aus meiner Funktion. Und man sieht hinten dran den sogenannten Sortierindex und die Sortierreihenfolge. Das heißt, ich kann jetzt, ich schreibe mal hier oben weiter, ist ein bisschen bequemer, ein Semikolon setzen.
dann fragt er mich nach dem Sortierindex und das ist eben die Spalte. Ihr zählt dann einfach mal stur durch. Wenn ich zum Beispiel die Abteilung sortieren möchte, dann ist das die 1, 2, 3, 4. Spalte an der Stelle. Ich kann also eine 4 eingeben, wähle nochmal ein Semikolon und dann fragt er mich dann auch auf- oder absteigend. Ich nehme hier mal aufsteigend, dass wir ein Ergebnis sehen. Upsala. Nach Spalte fragt er dann auch nochmal nach Zeile oder nach Spalte sortieren. Wir brauchen das jetzt nicht unbedingt, weil wir haben die Spaltensortierung ja sowieso im Fokus. Das ist der Standard. Und dann kann ich hier direkt mit Enter bestätigen. Und da sieht man, der Einkauf hüpft nach oben. Danach kommt die Produktion. Und so lässt sich das Filterergebnis dann auch noch optisch anders darstellen.